Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Die mussten weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir haben beim letzten Mal diese beiden Dudes da getroffen, die ausnahmsweise mal im Vergleich zu allen anderen Leuten, die wir treffen, nett zu sein scheinen. Und ja, wir werden jetzt mal versuchen, mit denen zusammen die Stadt zu verlassen. Verbessert Radius von Rauchbomben. Okay, die benutze ich eigentlich gar nicht. Die habe ich bisher kein Mal benutzt. Moment, Molotows verbessert. Okay, gut, das ist wiederum gut. Ich habe Rauchbomben, glaube ich, noch nie benutzt. Kann mich nicht erinnern, gerade irgendwie. Vermutlich sollte ich es. Irgendwie in der letzten Folge, wo da so viele Gegner kamen, wäre das, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen. Wir können keine Nagelbombe mehr herstellen. Immer so ätzend, alles liegen zu lassen. Wir müssen aufpassen. Ja. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Ehre, Joel. Ehre. So, aber hier ist doch bestimmt... Aha. Einmal den Messer benutzen. Okay. Bingo. Bingo. Muni, Muni, Muni. Muni wäre mir jetzt sogar noch lieber als alles andere, weil ich habe doch ziemlich viel verschossen in der letzten Folge. Okay. Der Schatten bleibt einfach. Oh ja, noch mehr Pillen. Bisschen Heilung. So. Klebeband. Scheren. Hier noch mehr Pillen? Nee. Muni. Alter, wie viel von diesem Sprengzeug ich finde, ne? Oh, das ist ein Comic für Ellie. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Da sind noch Pillen. So, da ist ein ganzes Stück Stoff. Ja, schön, dass wir hier... Da ist Loot. Da ist ein Stück Stoff, obwohl wir halt jedes andere Stück Stoff nehmen könnten. Hier die Vorhänge oder sonst irgendwas. Ne, wir sind mit allem voll, außer mit Messern. Wie viele Pillen habe ich? 65. Gesundheit wäre nochmal nice. Lauschmodus, Distanz. Ja, gut. Ist halt wichtig, aber ich glaube, es macht tatsächlich nicht so viel, oder? Nee, okay. Heiltempo. Einschwanken der Waffe. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Ich würde aber gerne für den Notfall diesen Messermeister lernen. Also Gesundheit, Schwanken der Waffe, Messermeister. So ist gerade meine... mein Ziel zu lernen. Aber ich glaube, jetzt habe ich hier alles, oder? Hier drin? Ja, ne? Doch, hier. Okay. Gehen wir mal den Jungs hinterher. Na Joel, siehst schick aus. Halt, halt! Seid alle mal leise. Wie wär's mit Ducken? Verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm.
Ja, aber ein Kind sollte vielleicht auch Sachen zur Ablenkung haben in dieser Welt. Ich bin ihn doch. Nicht mal weit. Wenn ich verstehe den Bruder. Nicht unnötiger Ballast und so weiter. Aber ja. Kann ich hier sonst nichts mitnehmen? Sieht nicht so aus. Warum kann ich eigentlich diese blöden Schiller? Pop-up Toys. Ja, kann ich auch so lesen. Oh. Und, Shit. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl bleib jemand, bei ihr. Aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Da rechts ist auch noch einer. Sehe ich gerade da durch die Wand. Ich denke mal, ich soll hier reinschleichen. Dann von der Seite den. Steht ja ganz doof. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Schnapp sie! Okay. Okay, das war dumm. Du bist. Okay, Schleichen funktioniert nicht ganz so gut. Dann halt so. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Ja, ich bin schon krass, ne? Oh, Joel hat einen Platzwunde am Kopf. Da geht's weiter. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Hier auf den Truck. Ja, Moment. Looten. Aber ich glaube, hier ist gar nichts. Nö. Nix. Aber ich könnte mal eben. Ja, komm. Es ist echt ganz nice, dass ich zwei Leute im Nahkampf One-Hit machen kann. Ich habe das schon wieder vergessen, dass ich mir meine Maustasten irgendwie belegen wollte. Damit ich das nicht so dumm mit F machen muss im Nahkampf. Da drüben noch mehr. Oh. Okay. So. Da und da. Den hat's nicht erwischt. Au. So. Okay, dann. Einmal heilen, bitte, Joel. So. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Revolver. Ihr könnt ruhig oben bleiben, ne? Komm mal hoch. Nichts. Der hat auch keine Muni. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Würdest du die Lampe vielleicht mal hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Ja, Moment. Komm hier durch. Aha. Ein neuer Firefly-Anhänger. Nichts. Und was haben wir hier? Ich hoffe, auf diesen Toiletten halt immer auf Pillen. Aber hier scheint gar nichts zu sein. Nö. Okay. Dann einmal rein. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Auch so? Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Das heißt, er ist vermutlich vor kurzem 13 geworden oder so.
eine echt tiefe Stimme. Ich finde die Synchro-Wahl echt, ja. Da war ein Glück. Hier. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte, und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Tja. Okay, sonst ist hier aber nichts drin. Was haben wir sonst noch so? Da liegen noch Pillen. Pillen. Nee, es ist wie so eine Drogensüchtige. Einfach nur nach Pillen suchen. Pillen. Okay. Was hier? Wir sind da. Ja, Moment. Auch nicht. Okay. Ready to go. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Sehr nah dran. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Schleichen kann ich gut. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ich kann es gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Na dann. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Bin immer cool. Ja,
Na, dann mal gucken, wie gut das mit dem Schleichen klappt. Ich habe ja nicht so große Hoffnungen, so wie das bisher gelaufen ist. Hier lang. Nee, ich geh erstmal hoch. Okay. Oder auch nicht. Aber wenn wir schleichen müssen, ja, dann möchte ich doch den Bogen einmal mit dabei haben. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Okay. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Da hat jemand geschossen? Da hat doch jemand geschossen. Ganz kurz gucken. Was? Nee. Oh, da schießen welche. Ah, da kommen Klicker. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Oh Mann, das wird was. Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Da drüben, da! Ich würde gerne auch im, wenn ich geduckt bin, ein bisschen schneller laufen können. So, hast du's? Ja. Oh, das war nicht gut. Er hat mich gesehen. Da ist einer. Da oben ist einer. Ich sehe ihn. Da oben stehen zwei. Wie soll ich das denn machen? Da hinten rausgehen müssen, so an der Seite. Die sehen mich halt instant, ne? Das sind, glaube ich, drei Stück. Wieso sieht der mich denn so schnell? Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Wenn ich halt gut ziele, dann kann ich beide ganz schnell mit einem Pfeil auslöschen, bevor die Alarm schlagen. Ich könnte natürlich versuchen, den hier auch zu packen, aber... Scheiße! Er schnappt sie! Hinter okay. Diesem Auto! Hat nicht geklappt. Au! Okay, wer auch immer den abgeknallt hat, danke. Was da oben? What? Wie viele sind das? Kommt raus. Nein. Gib mir Deckung, ich geh vor! Wo? Ich passe auf! Ah.
So. Was ist das? Das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Doch, da ist noch einer. Fuck. Oh, da ist noch... Wo? Okay, das war... Ach, Mann. Okay. Geschafft. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann eine Schleichpassage hin. Ich habe schon wieder keine Muni. Ah, ist das ärgerlich. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, da habe ich dann immer neu geladen, wenn ich irgendwas nicht schleichend geschafft habe, weil ich dann so den Anspruch hatte, okay, ich will das schaffen. Aber das meine ich jetzt hier nicht. So, das ist halt ganz cool dann eben, wenn ich es dann wirklich mal sofort schaffe, wodurch so schleichen. Ich frage mich dann immer, wo kommen die alle her? Ich meine, hier ist doch nichts. Haben die alle hier oben gechillt? Kommt man da hoch? Ja, okay. Da? Ne. Schade. Oh. Hätte ich einfach da hinschleichend das ausmachen können, aber was hätte mir das gebracht? Dann wären halt noch mehr Leute gekommen. Und ich hätte hier vorne gestanden. So. Ist hier noch irgendwo Loot? Loot. Das sieht nicht so aus. Na dann. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Oh nein. Los! Los! Und hätten wir das schleichend geschafft, dann hätten wir nur die drei machen müssen und dann. Ja. Halt. Hey! Sie sind hier drüben! Oh. Nein. Okay. Erledigt. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Schneller. Ellie, der hat dich. Das ist ja wieder typisch. Okay, hol ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Dankeschön. Noch einmal. Keine Ellen. Hi, Ellie. Wir bleiben zusammen. Nice. Die loyale Ellie. Oh, no. Los, rein ins Gebäude, mach schnell. Die zielen aber nicht so gut dafür, dass die direkt bei mir nicht stehen. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Ja, das ist die Frage. Was soll man das herstellen? So. Okay. Dann, ja, jetzt wird anscheinend echt geballert. Dann wechsle ich mal auf die Schrotflinte. Da habe ich 15 Schuss, die sollte ich echt mal öfter benutzen. Wir haben sie wohl gefunden. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube nicht. Heilige Scheiße. Das war nicht der Plan. Ich wollte einfach nur dahin werfen, dass sie da hingehen. Ausschwärmen! Habe ich nicht noch eine hier? Ja. Wow. Dahin sollt ihr gehen. Ja, ich hab's gehört. Geht mal alle dahin. Vorsichtig.
Ich sehe nichts, Mann. Hier. Bumm. Verdammt nochmal. Oh, leck. Hey. Hey. Und du so? Sind da noch mehr? Da müssen eigentlich noch mehr sein. Ellie hat nichts gesagt. Oh, die sehen aber gar nicht mehr so. Oh, hallo. Hier eine Waffe. Na? Hallo. Okay, was war das für ein Move? Dass der auch immer auf die Pistole wechseln muss, ne? Okay, Ellie ist aufgestanden, sie hat aber nichts gesagt. Aber ich glaube, wenn Ellie aufsteht, ist das auch ein ganz gutes Zeichen, dass keiner mehr da ist. So. So, wo ist jetzt Henry, der Spacken, ey? Lässt uns einfach hier im Stich. Villen. Wo muss das hin? Muss ich da hoch? Warte mal. Achso, ich musste immer nur wegschieben. Okay. Okay, lauf, Ellie. Ja, bleib stehen, Joel, und guck dich um. Los, los, los! Help, please. Die können echt super zählen. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Ja, gut. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Jo. Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ja, suchen wir den Funkturm. Aber den Funkturm suchen wir beim nächsten Mal. Können wir aufhören zu quatschen? Alles ist gut, okay? Ja. Leute, ich möchte abmoderieren. Vertrau mir in der Sache, Sam, okay? Leute? Klar. Noch was? Nicht?
Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.